Was haben wir denn hier? Die Steuerung für das Hauptsystem. Alles scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Ja, davon bin ich überzeugt. Eine Fehlermeldung wird angezeigt. Beim Ablassen des Wassers muss etwas schiefgegangen sein. Da ist ein Schalter zum Ablassen des Wassers. Drücken? Ich schaue mich erstmal um, bevor ich da irgendwas drücke. Eine Druckkammer. Was haben wir hier? Ah, hallo? Hallo? Da ist was an der Wand. Da ist eine Karte vom Aquaring. Mitnehmen? Ja. Hatten wir, glaube ich, schon, aber egal. Okay. Die einzige Tür ist die da hinten, wo wir nicht reinkommen, die angeblich von der anderen Seite verschlossen ist. Nun gut, schauen wir mal uns hier weiter um. Geht's hier noch weiter? Hey, Medikit. Ja, mitnehmen. Wieso habe ich eigentlich das Farbband noch dabei? Ich bin aber eine hohle Frucht. Lalalala. Na super. Ein Öldruckregler. Sie brauchen den Öldruck jetzt nicht zu ändern. Wo kommen wir hier hin? Die Tür wird durch den Druck des Wassers geschlossen gehalten. Okay, also müssen wir. Was? Der Koch hat seine Baguettes anbrennen lassen. Schäm dich. Wie gefährlich, 10%. Was? Da ist ein Steuerbefehl für die Druckkammer. Es lässt sich erst verstellen, wenn der Sicherheitsmechanismus gelöscht ist. Die Druckkammer ist verschlossen. Sicherheitsmechanismus lösen? Ja. Der Sicherheitsmechanismus würde für die Druckkammer wurde gelöst. Ja, Öldruck, ja, la 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 la, ja, la 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 la. Ach Scheiße, ich habe es nicht gelesen. Fuck. Schalter der Steuerung des Öldruckreglers. Welchen Schalter drücken? Eins? War das richtig? Nichts passiert. Zwei? Nein, 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 nein. Oh Gott, Kacke. Fuck. Also drei dann drücken, ja? Oder? Hey! Das war richtig. Cool. Geh mal Bier holen, wird schon wieder hässlich. Lass das nicht die Frauen hier. Ich brauche ein Bier, Kerl, hol mal Bier. Was müssen wir jetzt tun? Müssen wir eben, Moment. Wir müssen, glaube ich, hier noch irgendwas machen, oder? Kann das sein? Ja, Wasser ablassen. Das Wasser wurde vollständig abgelassen. Na, das klingt ja super. Das klingt ja echt vielversprechend. Auf die Dinge, die da auf uns warten. Der Stream hat mich abgelenkt.
Na, sowas aber auch. Der Stream hat dich abgelenkt. Jetzt sag noch, ich bin schuld. Nein, da wollte ich gar nicht lang. Ich wollte mich doch erst. Oh, ich wollte mich doch erst umsehen. Verdammt. Ein oder zwei Bier und schon bist du wieder schön. Genau. Ich glaube, da liegt Revolvermunition. Ja, Magnum-Munition. Die lasse ich trotzdem erstmal liegen. Und schaue mich nochmal in dem anderen Raum um. Also, ich bevorzuge Champagner. Wenn möglich. Was ein Mist, tut mir leid, Konsumer. Oh, hier liegt Gewehrmunition. Und das Gewehr haben wir natürlich nicht mit. Hier liegt aber sonst nichts rum. Hier ist nur Gewehrmunition am Liegen. Und hier ist eine Tür. Die Frage ist, die Tür, okay, die führt zum Aquarium. Da möchte ich jetzt noch nicht reingehen. Weil falls da die Haie rumschwabern. Fuck. Shit, 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 shit. Blum, 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 blum. Hey, eine Leiter. Ist zwar scheiße, aber das Leben halt nochmal. Sie haben die Tür aufgeschlossen? Ach, das ist die eine Tür, die von der anderen Seite verschlossen war. Kann das sein? Okay, das heißt, ich werde jetzt erstmal die ganzen Munitionspakete mitnehmen und dann zum Safe-Raum. So, ich finde es lustig, dass ihr gerade euch so fleißig so unterhaltet. Den meisten Teil kriege ich jetzt gar nicht mit, weil ich mich so ein bisschen aufs Spiel auch konzentriere. In dem Raum lag noch Schrotmunition. Ich weiß, die nehme ich, ja. Derek oder De Derek oder Derek? Derek? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß, das werde ich jetzt erstmal mitnehmen. Die Schrotmunition. Und die werde ich dann im Safe-Raum bunkern. Oder ich werde vielleicht die Flinte mitnehmen. Wenn ich schon einmal dabei bin, dann kann ich auch die Magnum-Munition mitnehmen, organisieren. Ja. So. Anderwild sagt, es geht das Game mit dem Messer durch. Es geht das Game mit dem Messer durchzuzocken. Ja, das mag sein. Das ist ja. Kann man machen. Wie gesagt, jeder spielt das ja so, wie er für richtig hält. Jeder spielt ja anders. Ich spiel's anders. Du spielst anders. Daifi spielt's anders. Painkiller spielt's anders. Jeder spielt das ja anders. So. Nicht wundern, ich werde nochmal zurückgehen. Jump-Angebot bei Twitch TV. Okay, Bremen ist mir da doch ein bisschen zu weit. Mann, du bist aber auch verwöhnt, Konsumer. Jobbörse auf Twitch TV. Aber ich find's supi. So, ab zum Safe-Raum. Die Bienen verfolgen mich wieder. Ja, du hast das J vergessen, das ist mir auch gerade aufgefallen. Prost zusammen! Und auch an alle neuen Zuschauer, willkommen in der Let's Play Live Show, immer freitags und samstags ab 20 Uhr. Heute 100. Folge im 24-Stunden-Marathon. Wir spielen Resi Biohazard. Ich bin froh, wenn ich es erst einmal durchschaffe. Ja, ich auch. Da wäre ich auch schon froh drüber. So, dann werde ich das, was ich erstmal nicht brauche, werde ich erstmal ablegen. Jetzt ist die Frage, ich werde, glaube ich, die Flinte mitnehmen. Die ist, glaube ich, für das, was da kommt, glaube ich, am besten. Dann werde ich die Pistole nochmal ablegen. Dann haben wir nochmal ein bisschen was in Reserve. Ich werde nochmal speichern, ganz flott.
Genau, da werden wir nochmal ganz flott speichern. Dann haben wir das auch. Zack, so. Speicherplatz 4 ist gut. Jo, damit der Server keine Lecks mehr haben. Nee, ich bin. Was? Hey? Ja, du bist verwöhnt, das stimmt. So. Huch. Du musst deine neue Stelle fühlen. Musst überzeugend sein. Dann kriegst du sie auch. Ich bin auch immer überzeugend. Sag ich meistens in meinem Schlafzimmer. Nein, was? Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich brauche im Schlafzimmer auch immer einen Special Effekt, Mann. Das, ja. Das. Wir haben schon 22 Uhr, ja. Ich kann solche Scherze machen. Das ist, okay. So. So, ja. Bzz, 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 bzz. Mein Gott. Ich hasse Bienen, ich hasse Spinnen und Schlangen. Mein Gott, 35 Zuschauer. Danke an jeden Einzelnen, der da ist. Super. Bitte was? Vergiss einfach das, was ich gesagt habe. Das ist, nimmt mich einfach nicht ernst. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, kennst du nicht. So, wie gesagt, schön, dass ihr alle da seid. Wahnsinn. Mein Gott, 35 Zuschauer. Muss ich das mal echt mal vorstellen auf einen Haufen. Das war ja damals bei Outlast auch, wo wir die 100 erreicht hatten. Oder bei Alien. Ich glaube, bei Alien hatten wir den neuesten Rekord. Ne? War das bei 200 irgendwie? Über 200? War das bei Alien? Naja, muss ich zwei, 200 Leute passen gar nicht bei mir in der Wohnung rein. Das ist nur Wahnsinn. Wie gesagt, ich freue mich über jeden Einzelnen. Und ich finde das ja auch immer so schade, dass bei einigen Leuten, so bei YouTube zum Beispiel, ist es ja so, geht ja auch so das Gerücht um, dass bei einigen YouTubern dann halt ab 1000 Leute ist es noch super, freut man sich so, hey, 1000 Leute, boah, geil, ihr seid Leute. Und ab 2000 ist nur noch Klickvieh. Finde ich scheiße. Finde ich scheiße, wenn man so denkt. Weil, ich finde, jeder Einzelne hat es verdient, einfach mal erwähnt zu werden oder beziehungsweise begrüßt zu werden. Ja. Bist noch jung, das wird. Genau, Konsumer, das wird. Wir drücken dir alle ganz, ganz fest die Daumen. So. Dann schauen wir mal. Jetzt sind wir im Aquarium. Und ich weiß nicht, was uns hier jetzt gerade erwartet. Wo die Haie sind. Obwohl, die Haie müssen ja normalerweise tot sein. Ich will nicht unnötig Munition verschwenden, das ist das. Uah. Oh, da ist der Fette. Nein. Was? Warum? Da komme ich doch niemals dran vorbei. An dem. Der Controller vibriert im Übrigen. Ich will da nicht lang. Ich. Kletter da hoch. Feste Daumen drücken, genau. Hier haben wir einen Schalter. Dieser Generator für die Durchflusssteuerung. Hebel nach unten drücken. Ja. Dieses Ding sieht aus, als würde es Ihnen einen Stromschlag verpassen. Uah! Ja, natürlich. Und jetzt? Uah! Ich habe gerade die Trophäe erhalten. Sie sind tot. In Klammern das erste Mal. Ja, das stimmt. Wir sind erste Mal gestorben bei Resident Evil. Ist ja unglaublich. Und dann noch bei diesem Kackei. Mann. Ja, jetzt muss der Speicherstand natürlich wieder geladen werden. Wie gut, dass wir gerade gespeichert haben. Das ist natürlich super. Ja, fuck. Wir haben erste Mal gespeichert. Bei 4 war das, ne? Abstellraum Residenz. Ja, genau. Ja, unglaublich. Erste Mal gestorben. Ja, Söckchen könnte sich jetzt wieder freuen, wenn sie da ist. Ja, jetzt muss er wieder laden. Ja, lade, lade, lade. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Du, 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 du. Besiegen Sie die Angst und überleben Sie. So.
Da wären wir wieder. Und schon geht's weiter. Danke, mein Schätzelein. Schätzelein. Genau, hier lang müssen wir jetzt. Nee, so tot sind die Haie dann doch nicht. Also zumindest der Große nicht. Müssen wir den dann jetzt erschießen mit der Flinte? War das so? Ich entsinne mich gar nicht mehr. Hey, 40 Zuschauer, Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr alle da seid in der Let's Play Live Show. Laufe ich richtig? Ja. Jeden Freitag, jeden Samstag, 20 Uhr. Und heute 100. Folge schon. 24 Stunden Marathon. Ja. Bis um 8. Und auf Facebook, auf der Let's Play Live Show Facebook Gruppe, könnt ihr voten, welches Spiel wir heute noch spielen werden. Natürlich spielen wir erstmal durch hier Resident Evil. Und dann schauen wir mal. So. Falls ihr meinen YouTube-Channel besuchen wollt, schreibt einfach mal Ausrufezeichen und Werbung rein in den Chat. Und schon steht da mein YouTube-Channel. Oder er steht auch zumindest unten, steht er ja auch. So. Dun, 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 dun. Erst den Kasten runterschieben, dann den Hebel betätigen. Danke für den Tipp, klang Kaspar. Ah, stimmt, dann kriegt der Hai ja einen Elektroschock. Ja. Wie einleuchtend. Prost zusammen. So. Dum, 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 dum. Der tut uns ja nichts, ne? Der zappelt ja nur, ne? Geh weg, geh weg, geh weg. Ne, ich glaube, ich muss erst den Hebel betätigen, ja. Und dann den Kasten, glaube ich, runterschieben. Hab leider kein Facebook-Profil. Achso, okay. Achso, und jetzt schmeißt er es runter und dann müssen wir jetzt den Kasten runterschieben. Ja. Oder? Nee, wie schieben wir denn? Ja, möchte ich. So, wie schiebe ich denn? Ah, okay. So. Jetzt kriegst du die volle Dröhnung. Ja! Der ist voll auf Techno. Der ist voll auf Techno, der Hai. Versenkt, Trophäe erhalten. Okay, der ist hin. Guck mal, der zappelt noch. So, jetzt können wir hier getrost, denke ich mal, laufen. Residenzschlüssel mitnehmen? Ja, für die Galerie. Wunderbar. Habe ich das richtig gesehen? Lag da eine Flinte? Tatsache, gibt's doch gar nicht. Das Kampfgewehr! Ja! Wir haben das Kampfgewehr gefunden. Woohoo! Cool. Dubstep-Hai. Der Arme. Die armen Fischchen. Wir müssen ja jetzt zur Galerie zurück. Eben Schwester abholen. Bis gleich. Ja, mach's gut. Bis gleich. So. Das heißt, wir müssen zur Residenz oben zur Galerie, weil wir haben den Galerieschlüssel bekommen. Wir können auf dem Rückweg quasi dann das. Ja, sollen wir nochmal speichern, bevor wir in die Galerie gehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir gehen erstmal weiter. Weil wir müssen ja auch erstmal wieder ein Farbband dann verbrauchen und das ist jetzt unnütz. Obwohl, ansonsten müssen wir wieder das mit den Hai machen. Was meint ihr? Sollen wir jetzt speichern oder sollen wir in die Galerie gehen? Das Kampfgewehr hätte ich jetzt beinahe übersehen, HSV-Fan. Das habe ich durch Zufall gerade, dass das da blinkt. Also meint ihr, sollen wir jetzt nochmal speichern oder sollen wir jetzt direkt durchlatschen zur Galerie? Das wäre jetzt mal so meine Frage an euch und Prost zusammen.
Ich glaube, ich muss mir gleich mal hier so ein Handtuch organisieren, dass ich mal so ein bisschen ab und zu die schwitzigen Hände so ein bisschen abwischen kann. Weil das klebt nach einer Zeit, wenn man so schwitzige Hände bekommt. Obwohl ich eigentlich eine Gummiisolierung um den Controller habe. Ja, das ist hier so. Ich weiß gar nicht, kann man es sehen? Ich habe hier. Da sieht man so ein bisschen hier so eine Gummiisolierung drum, dass ich da. Dass es so ein bisschen geschützt ist, der Controller. Und meine Sticks sind auch anders. Ihr seht es, ich habe da so. Hier so extra so Sachen drauf. Also ich cheate nicht, ja. Nicht, dass ihr denkt, ich spiele gar nicht. Nicht, dass ihr denkt, ja, der sitzt ja nur und labert. Nein, nein, ich spiele wirklich. Speichern ist was für Pussys. Okay, wenn du das sagst, ja. My name is Anna, dann, wenn du das sagst, dann ist das so. Dann gehen wir direkt zur Galerie. Die wäre hier. Ich brauche den Schlüssel nicht mehr. Hey! Was erwartet uns da? Ich bin gespannt. Besser speichern, bin Pussy. Ach, das Rätsel mit den Käfern haben wir ja auch noch im Anwesen. Alte Urkunden stehen auf dem Regal. Die meisten stammen von der Stadt oder der Armee. Oh, hier sind auch die scheiß Bienen. No, nehmen wir mit. Was wir haben, haben wir. Uah, geh weg. Weg, 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 weg. Aua! Mann! Fuck. Uah, die Tür ist verschlossen. Auf dem Tür steht 003, ja. Da ist auch eine Tür. Gehen wir erstmal hier lang. Sie ist von der anderen Seite blockiert. Boah, diese scheiß Bienen. Eine Leiche mit einem schmerzverzerrten Gesicht. Sie hält etwas fest. Insektenspray mitnehmen? Boah, 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 boah. Es ist zu gefährlich zum Weitergehen. Ja, ach nee, sag bloß. Ich weiß, wofür das Insektenspray ist. Für das Loch. Ja, nicht was du wieder denkst, für das Loch. Schäm dich. Immer diese Zweideutigkeit. Spiele speichern meistens automatisch. Also alle Pussys. Ja, heutzutage. Früher die Spiele nicht. Deswegen liebe ich ja Resident Evil auch so. Okay. Geh weg! Reicht das nicht? Scheiße. Scheiße, wir haben kein Leben. Wir werden so sterben. Wir werden so sterben. Fuck, 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 fuck. Ja, ihr könnt mich alle mal. Ihr könnt mich alle mal, ihr Bienen. Ihr könnt mich alle mal. Boah, mein Gott. Ist das spannend gerade. Ist ja von Spannung kaum zu übertreffen. So, jetzt gehe ich trotzdem noch mal in den Safe-Raum. 45 Viewer. Ja, gerade war gewesen, ja. Danke, dass ihr alle da wart oder seid oder wie auch immer. Ja, es schwankt ja immer so ein bisschen. Aber ich bin froh, dass alle da sind. Auch die Stammis. Ne? So, dann schauen wir mal. Erste Hilfe brauchen wir jetzt. Nehmen wir mal hier so ein. Erstmal bunkern wir die Pistolenmunition. Und das Kampfgewehr. Ich bin mit der Flinte eigentlich relativ gut ausgerüstet und nehme jetzt erstmal hier die gemischten Kräuter mit. Ach, ich bin vergiftet. Nein, shit, ich bin vergiftet. Fuck. War das das? Ah, wieder gesund. Gott sei Dank. Blau und grün. Puh. Der Bienensimulator 2015. Ja, ich habe noch was im Inventar gehabt. Danke, HSV-Fan. Ja, ich bin vergiftet. Ich habe es jetzt gerade auch gesehen. Aber danke. Speichern werde ich jetzt trotzdem mal. Ach, ich habe gar kein Farbband, fällt mir gerade auf, oder? Nein, ich habe kein Farbband. Nein, habe ich nicht. Gut, dann hat sich das mit dem Speichern eben erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter. Vielleicht finden wir ja auf dem.
Weg dahin ein weiteres Farbband, um zu speichern. So, auf geht's. Jetzt müssen wir natürlich dahin, wo die Bienen sind. Nimm das Buch mit. Roxton. Roxton? Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, korrigiere mich bitte. Okay, ich soll das Buch mitnehmen. Okay, danke erstmal für den Tipp. Ich werde es dann nochmal holen. Wenn ich das jetzt brauche. So, haben wir es denn? Da ist das Buch. Leeres Buch. So. Und Prost zusammen. So, jetzt aber ab zum Bienenstock und schauen, was uns da erwartet. Ich bin gespannt. Ich habe, wie gesagt, mich haben, seitdem wir das Anwesen verlassen haben, haben mich meine Gedanken, was Resident Evil angeht, verlassen. Also ich habe keinen blassen Schimmer, was jetzt noch alles kommt. Ich weiß wohl, dass wir irgendwie später nochmal in den Keller müssen im Anwesen, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen hin bis da. Jetzt sind komischerweise die Bienen weg. Bei der Truhe kriege ich immer einen Sortieranfall. das stimmt. Hey, Moment, wo bin ich denn jetzt reingelaufen? Bin ich jetzt richtig? Nein, ich bin vollkommen falsch gelaufen. Ich muss in die Galerie. Och. Seht ihr, ich bin hier hilflos verlassen ohne euch. Ich habe eine Orientierung wie eine Weißbrotscheibe. Bin schon mal gut, dass ich euch dabei habe. Yolot mischen? Yolot mischen? Not. Oh, hier sind die Bienen schon mal weg. Das ist schon mal super. Hier ist eine Tür, ne? Ja, mit Sicherheitscode. Ich verstehe. So, dann schauen wir mal. Der hat bestimmt Gisela gesehen. Gisela. Hey, Residenzschlüssel mitnehmen. Soll ich mal das rote Kraut mitnehmen, vorsichtshalber? Lass mal stehen. Können wir ja immer noch hingehen. Ist ja nicht so schlimm. Bestimmt Gisela gesehen, dann so. Der Schlüssel ist bestimmt hierfür, oder? Da rein mit Code? Ich riech nichts. Der Verriegelungsmechanismus für die Tür. Verwenden? Oh Gott! Wie war das denn nochmal und was muss ich tun? Moment, das mit den. Das war doch bei den Spinnen mit den Augen, ne? Was muss ich denn hier? Was? Woher soll ich das wissen? Äh, 356?